Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zusammengebaut hier im YouTube-Channel von Ukonio. Mit dem Lego City Arktis Basislager wagte sich Lego geografisch gesehen im vergangenen Jahr in neue Regionen vor. Tja, und ich präsentiere hier im Channel quasi Schnee von gestern. Doch just jenes Set ist eines der erfolgreichsten des vergangenen Jahres 2014. Ein genauer Blick lohnt also. Das LEGO City Arktis Basislager ist wuchtig. Ein geräumiges Labor. Ein Expeditionsfahrzeug inklusive Drehbohrer, Schlitten und Helikopter, sieben Minifiguren und ein Eisbär gehören dem Set an. Aus zwei Teilen bestehend. Die ganz einfach verbunden werden können, wartet das Innere des vornehmlich in orange gehaltenen Basislagers mit vielen Details auf, die fast ein wenig an die aufwendigen Creator Expert Häuser erinnern. So gibt es im Basislager etwa eine Sitzecke samt Fernseher und ein Labortisch mit dazugehöriger Ausstattung. Zudem darf ein Förderband, das per Drehrad bedient werden kann, nicht fehlen. Das Gesamtgebäude ist aufgebockt und das Dach kann hochgeklappt werden. Das Set ist somit sehr gut bespielbar, was Lego-Anhänger jeden Alters erfreuen dürfte. Doch auch die dem Basislager beigegebenen Fahrzeuge sind facettenreich. Zum einen wäre da, wie eben schon erwähnt, der Helikopter und der Schlitten mit vier Hunden. Zum anderen wäre da auch noch ein Schneemobil, das im Labor einen Stellplatz findet. Und so ein Eisbär regt gewiss die Fantasie der kleinen Nachwuchs-Arktisforscher an. Zu bemängeln gibt es bei diesem Set wenig. Nun, manch bedruckter Stein wäre gewiss eleganter gewesen als die doch recht vielen Aufkleber, die zum Einsatz kommen. Und die Stelzen, die unter dem Labor angebracht sind, sind vermutlich nicht die robusteste Variante und lösen sich gerne einmal von den Platten. Positiv hingegen hervorzuheben werden muss das Labor und der Facettenreichtum des Basislagers inklusive der zahlreichen Fahrzeuge. Alle Hobbyforscher und Freunde der Polarregion können sich das Set Arktis Basislager aus der Reihe LEGO City getrost genauer anschauen. Nur eines bleibt festzuhalten. Trotz des vorgegebenen kühlen Szenarios in der Arktis ist es nicht ratsam, die Legosteine mit angezogenen Handschuhen aufzutürmen. Nun, das war sie also die Vorstellung des Lego City Arktis Basislagers. Ich wünsche wie immer frohes Bauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.